Camilla, ich versuche meinen Freund in jeder Übung zu schlagen. Maximalversuche, Freunde, setzt euch die Fremdscham-Schämenbrille an. Let's go. Ja, bei mir wird das jetzt ein bisschen schwerer aussehen. So mein Knie zur Seite rausspringt oder sowas. Ja, komm, doch, links ist drin, links ist drin. Meine Freundin ist eine Verliererin, ihr habt's gehört. Na gut, dann kann ich also auch aufhören. Ich will nochmal auf 200 hochgehen und schauen, wie sie sich anfühlen. Oh mein Gott, bitte toll. Ich will keinen Bandscheibenvorfall sehen heute. Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube. Ja, die versucht in jeder Übung. Die kann den doch in gar keiner Übung schlagen. Es geht nicht. Video von mir. Wir sind schon im Gym, wie fast immer, aber heute kommt was richtig Cooles. Wir machen Maximalversuche und ich bin definitiv stärker als er und das muss ich ihm beweisen. Das werden wir sehen. Jetzt sind 160 Kilo drauf. Power, die Dame, 160, Belt Squat, ist das viel? Das ist so easy, ich mach das jetzt nicht. Hängt unten aus. Ah ja. Das ist da macht Paul da doch 300, Alter, wenn die so viel macht. Leckra MXXX, danke dir für 5 Abos an die Community. Killer Support, vielen, vielen Dank. Ich denke immer, wenn ich so ein bisschen angestrengt bin, da funktioniert gar nichts mehr. Aber ich habe gerade realisiert, wie man Netspread macht, muss das euch jetzt zeigen. Oder? Jetzt klappt es wahrscheinlich gar nicht mehr. So? Ja. Oder? Der Lab kommt gut raus, ja? Stark, ja? Ich kann pausen, Digga. Ich kann. Ja, der Lat ist da, ne? Robbie Number One, danke dir. Let's break. Gleich auf 200. Der will wirklich einfach nur, dass, wenn ich unten bin, so mein Knie zur Seite rausspringt oder sowas. Oh mein Gott. So sollte die mal trainieren, immer. So sollte die immer trainieren. Für deine Antwort auf Insta, nicht dafür, mein Lieber, immer gerne. Weil, man muss sagen, ne, Voraussetzung hat Camilla natürlich extrem für die Sportart. Ich denke mal, sie hat wirklich eine unfassbar gute Genetik. Wenn die wirklich mal Gas geben würde, die vegane Scheiße mal beiseite legen würde, aus der wäre noch ein fertiger Mensch geworden. Und kein halber Mensch, wie der Paul. Hat ja Heiko gesagt. Unfassbar assi, Alter. Hab ich das alleine gemacht? Ja. Ah, okay. Stark, Camilla, stark. Aber war ich überhaupt parallel? Es sah relativ tief aus, ja. Es war jetzt nicht extrem tief, aber ich glaube, bei mir wird das jetzt ein bisschen schwerer aussehen. Man denkt immer, man kann ihn schlagen, weil er so sagt, das ist so schwer für mich. Und dann schafft er es locker. UK, wheel up the tune, just meditate. If they get a by now, then they're kinda late. Man, fix is a bad man, but it's gonna be live every day. Like it's my last celebrate. Mind on the toss, we kind of... Boah, Alter. Ich glaube, du schlägst mich nicht. Ja, aber so schwer wie die Austern im Vergleich zu dir? Nee, dazu muss man sagen, deine, du bist halt auch viel tiefer gegangen als ich. Ja, unsere Technikunterschied ist bei mir, ich mach's mehr kurz fokussiert und mehr an. Das ist schwierig. Komm, Camilla, hilft nicht so viel mit den Händen. Was soll das denn? Ganz leicht. Scheiße. Ich mach das gleich nochmal. Gibst du mir 2 Minuten? Ja. Ich hab halt echt. Gib mir nur 2 Wochen. Ich hab einfach immer nur Angst, wenn man so an einem gewissen Punkt ist, habe ich so das Gefühl, ich breche gleich so unten ein oder dann traue ich mich nicht tiefer zu gehen. Wo es eigentlich gehen würde. Einbrechen kannst du nicht, weil du landest einfach mit dem Gewicht am Boden. Freunde, ich weiß, das Verhör mit Steve Bentin, was heute gegen 16 oder 17 Uhr online gekommen ist, habe ich gelöscht, wurde entfernt und kommt auch nicht mehr online. Das Fall wurde vor ein paar Monaten gedreht, ich glaube im März, und Steve hat mir heute geschrieben, du kannst das mal bitte rausnehmen oder zu einem anderen Zeitpunkt hochladen. Ich weiß auch nicht warum, ich glaube Steve geht es gerade aktuell nicht so gut. Natürlich zwinge ich niemanden, aber ich bin wirklich sehr traurig, ein bisschen auch irgendwo enttäuscht, kann man auch sagen, weil es ist ein geiles Video geworden. Die Kommentare unter dem Video waren alle positiv, alle pro Steve, keiner hat ihn irgendwie beleidigt oder sonst was. Ist ein geiler Talk, aber das Ding ist weg und kommt auch nicht mehr wieder, Freunde. Final Rap, danke dir fürs Prime-Abo. So viel ja, weiter ey, runter ist es. Darum geht es mir nicht. Es geht darum, dass mein Knie dann so am Boden liegt. Verstehst du? Das verstehe ich, ja. Boah, okay. Stell dich mal hin, bist du selber. Oh, fuck. Ich glaube, da komme ich nicht drauf. Ah. Komm. Ja, komm. Doch. Freunde. Der will uns doch verarschen. Das ist doch gestaged.
Es kann doch nicht sein, dass Camilla stärker ist, schon in der ersten Übung, als Paul. Nein. Ist das gerade das Gewicht, was sie auch bewegt hat? Oder ist das mehr Gewicht jetzt? Geh mal Scheiben runter. Ich glaube, Camilla hat mich jetzt offiziell geschlagen, der Junge. Bullshit. Nihorn, 4-2-0, danke dir fürs Abo. Müssen wir mal schauen, ob ich tief genug war. Weil du warst viel tiefer. Wenn du so gegangen wärst, ich hätte es auch geschafft. Vielleicht. Willst du es probieren? Nee. Okay, das war deutlich. Ich will es nochmal probieren, weil ich mir sicher bin, dass ich es besser hinkriege als mein Versuch eben. Paul, bitte, hilf mir. To make things right. I'm a gentleman. Ja, ich hab's geschafft, ganz auf entspannt. Und noch eine zweite Wiederholung, sauber. War auf jeden Fall besser als eben, glaube ich. Ja, gratuliere. Dankeschön. Also wenn die in der zweiten Übung auch stärker ist als er, dann mache ich das Video sofort aus. Wir machen jetzt auf jeden Fall noch ein paar Reps hier und dann geht's weiter. Tadel, ich habe das Video noch nie gesehen. Ich weiß nicht, ob du besoffen bist oder nicht. Ich schaue das Video gerade zum allerersten Mal. Ich habe es noch nie geguckt. Nein, ich habe es nicht gesehen. PrivatMo97 abonniert. Freunde, was ist das für ein kranker Support heute? Ich danke euch. Hype Train Level 4. Ich dachte Deadlift. Danach. Ja, wir trainieren ja 2 Stunden, bevor wir überhaupt eigentlich erst trainieren. Die Beinpresse ist gerade besetzt, also machen wir jetzt kurz Pause mit Seitheben. Mal schauen, wie viel ich das schaffe. Mehr als Paul wird es eh nicht sein, aber warten wir jetzt noch oder nicht? Nee, let's go. Mit 10 starten ist wahrscheinlich lächerlich für dich, oder? Richtig, starten mal mit 20. Du bist 15. Ich kann 20 gar nicht hochheben 15. mit einer Hand. 15. Ist gerade besetzt. Dann mach halt 12,5. Na, mach mal 12,5. Alter, ist das schwer. Sieht das scheiße aus oder zählt es noch? Zählt noch. Okay. Ja, ich muss ja auch mit gleichem Gewicht machen, oder? Ja, ja. Diese richtige Gay-Musik, Alter. So Lady-Mucke, Alter. Unglaublich, was ziehe ich mir rein? Und an dieser Stelle gibt es eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Falls ihr mich supporten möchtet, Freunde, besucht auf jeden Fall esn.com, denn dort sichert ihr euch mit dem Rabattcode William immer den besten Deal, unter anderem beispielsweise auf ein leckeres Designer-Whey-Protein. Und schaut auch unbedingt auf Oase vorbei. Da findet ihr beispielsweise dieses wunderschöne Tanktop und auch andere geile Klamotten, die ihr auch im Alltag anwenden könnt. Ebenfalls Rabattcode William. Alle Links immer in der Videobeschreibung und weiter geht's mit dem Video. Sorry. Ich bin jetzt schon raus. Beim ersten Satz. Okay. Wir können auch so ein Bett zu schmieren, Olli, machen. Sorry. Ich probiere jetzt die 15er. Genau. Das zählt aber nicht mehr, oder? So, dafür habe ich einen Joker. Du musst für mich anspielen. Oh, Camilla hat einen Joker. Also wenn ich Paul wäre, wäre ich jetzt richtig eifersüchtig. Das sag ich euch, wie ich es. Wo stehen wir? Oder? Müsste ich ausgehen. Da musst du sie nicht machen. Machst du ab den nächsten. Ja, wir machen nur ab 20 einfach. Okay. Ja, easy. Sieht sogar viel. Warum soll der das denn jetzt machen, hä? Schöner aus als wir. Der hat den Arm gestreckt. Hast du das mit den UFO und Alien Whistleblower in den Start mitbekommen? Was da abgeht, ist crazy. Digga, absolut keine Ahnung, obwohl das voll mein Ding ist. Ich befasse mich sehr, sehr gerne mit solchen Sachen, UFOs und so ein Ding. Auf jeden Fall interessanter als dieses Video hier. Damit ist, glaube ich, schon ein bisschen unsauberer. Es geht. Einfach gar keinen Sinn, dass random irgend so ein Typ jetzt dabei ist und die Seitheben-Battle macht mit Paul. Gar keinen Sinn. Geht hier Schlag auf Schlag. Er hat vorher schon 4 Sätze gemacht oder so. Also. Ja, und wir haben schon 3 Sätze Base Squat. Nee, ich meine, das ist nur... Ja, geil. Ja, er ist schon vorgepumpt. Ja. Vorbelastet. Also 40er werden es heute nicht. Was haben wir jetzt? 25. Was ist das für ein cooles Gym, Alter, wo die sind? Wenn da der Finger dazwischen landet, das ist unschön. Ja. Oh. 30. Oh. Okay, schön ist nicht mehr. Die Kommentare vollen sein mit der Form. Was ist das denn für eine Ausführung hier überhaupt?
Ich glaube, die 35er machen wir noch, aber dann ist Ende Gelände. Oh, Alter, das ist nicht schwer. Damit Curl ist schon gut. Aber seid ihr? Dennis, gute Besserung, mein Lieber. Das Gym. Ey, Junge, jetzt wurde ich bescheuert. Ja, jetzt sehe ich es auch. Das sah gerade von dieser Kameraperspektive anders aus. Also gar nicht wie das Gym, sondern wie ein anderes Studio, obwohl wir das schon tausendmal gesehen haben. Ey. Und niemand schaut hin, perfekt. Hast du gar nicht gesehen? Ja, hab ich gemerkt. Es war auf jeden Fall nicht schön. Ja. Die Zuschauer haben es gesehen. Was ist das? Was soll das sein? Ich glaube, 35 ist die naturale Grenze. Well. Schreiben alle, dass ich über. Warte mal. Ich glaube, 35 ist die naturale Grenze. Warum ist der Typ oberkörperfrei? Mit so einer Busfahrerform. Da habe ich mich gerade gefragt, warum ist das so? Naja, egal, passiert. Jeder fängt mal an, Freunde. Good luck auf deinem Weg. Oder ist das der Besitzer? Weil das sieht von Weitem aus wie dieser Fettsack, wie irgend so ein Fettsack, Alter, der sich da einfach oben ohne auszieht. Na egal. Falls der Besitzer ist, liebe Grüße gehen raus, du bist ein cooler Typ, ich hab nichts gegen dich. Falls das irgendein Fettsack ist, dann zieh dein T-Shirt wieder aus, Junge. Hör auf zu posieren im Spiegel, wenn da nichts ist an Muskulatur. Well. Da schreiben alle, dass ich übertreibe, weil ich den nicht vegan Energy Drink nicht trinke. Aber wenn sich andere drüber freuen und man es verschenkt, ist doch voll okay, oder eigentlich? Oder hast du dich nicht gefreut? Ich habe mich riesig gefreut. Dankeschön. Ja. Das war mein genau Frühstück heute. Von daher? Wirklich? Ja. Oh je. Der passt wie auf Diät. Ja, war Zucker drin. Kein Zero-Getränk, aber. Stimmt. Wir stehen dann wahrscheinlich so 5 Übungen zu einer. Reicht. Aber nee, ich finde es richtig cool, dass du so stark bist. Ich bin sehr stolz auf dich. Ich auch. Also bei Bellsquad mega. Auch Bells. Dankeschön. Danke. Sehr respektvoller Umgang miteinander. Ne? Das ist so ein Pärchen wie im Bilderbuch hier. Life is strong, girlfriend. Aber ist auch scheißegal, ob sie stark ist oder nicht. Also ist mir jetzt nicht so wichtig. Zusammenschlagen tut es mir sowieso egal. Ja, genau. Nee, aber was mir aufgefallen ist, ich habe halt wirklich das erste fast anderthalb Jahre genauso trainiert, dass ich einfach versucht habe, stark zu sein. Aber ich bin nie ans Muskelversagen gegangen, dass ich da keine Muskeln aufgebaut habe. Oder halt wirklich nur minimal, weil ich auch noch im Defizit war ich die ganze Zeit. Ist jetzt eigentlich nicht die Überraschung. Ja, theoretisch funktionieren tut es schon, am Anfang zumindest. Ja, aber nicht komplett. Farbe, danke dir, mein Lieber, fürs Prime-Abo. Ja, am Anfang funktioniert alles. Egal, ob du Defizit oder Überschuss hast, ob du clean ist oder nicht. Wenn du mit dem Training anfängst, wirst du Zuwächse haben am Anfang. Aber irgendwann ist dann auch schnell Feierabend. Da muss die Ernährung optimiert werden. Muskelversagen ist. Riesengildo schreibt was Ekelhaftes und der kriegt kein Timeout, der bekommt ein Bann. Tschüss, Dovizenia, verschwinde. Freunde, bitte seid respektvoll im Chat. Sowas darf man nicht schreiben, ja? Das ist hier der Freund Paul und der schreibt, Hauptsache sie ist gut mit dem Mund. Ja, wenn du zu meiner Frau schreiben würdest, ich würde dir so eine Backpfeife geben, Junge, du würdest im Rollstuhl landen. Naja, egal, so, weiter geht's. Der Stärke geworden bist du ja. Ja, aber jetzt nicht optisch, weißt du? Denkt man. Miller ist auf jeden Fall leider ein bisschen sehr kritisch bei sich selber. Man sieht es nicht ganz so. Weil normal so. Ja, aber das Ding ist, wenn man vorher-nachher Bilder hat und es sich fast nichts tut, dann hat das gar nichts so mit Selbstkritik zu tun. Ja, gut. Beinpresse kommt als nächstes. Du hast schon sehr viel Gewicht draufgeladen. Ich bin im Arsch, ich will gar nicht mehr. Was ich dazu sagen soll. Home, gute Laune. Die haben sich doch jetzt nicht geküsst, Freunde. Jetzt ist mein Östrogen-Level hier. Mein Testo-Wert hier unterm Schreibtisch. Deswegen beenden wir das wieder an der Stelle an alle, die sich das komplette Video reinziehen möchten. Und ich mache es natürlich spannend. Wer weiß, ob Camilla ihn geschlagen hat in der dritten Übung. Das bleibt ein Geheimnis, das findet ihr auf Camillas Kanal. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und falls ihr mich supporten möchtet, schaut auf jeden Fall bei esn.com vorbei. Mit Rabattcode William sichert ihr euch wie immer den allerbesten Deal. Beispielsweise auf ein leckeres Isoclear. Aktuell trinke ich sehr gerne im Sommer. Den Raspberry-Geschmack. Gebt mir noch 2 Wochen.com, ist jetzt online. Da könnt ihr euch aktuell 3 verschiedene geile Designs sichern. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung. Und falls ihr auf der Straße oder im Gym den Dicken machen wollt, schaut unbedingt bei
oace.com ab, denn dort habt ihr auch immer den besten Deal mit Rabattcode William. Da gibt es zum Beispiel diese wunderschönen Tanktops, womit ihr wirklich im Gym aussieht wie eine brutale Maschine. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall auch dreimal die Woche bei Twitch vorbei um 20.30 Uhr. Montag, Mittwoch, Freitag sind wir online. Alle Links in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.